in der Sperrsie, dass da kommen sieht, trotz allen chargierten Programmen. An dieser Woche, an dem Moment vom Jura. Heute Morgen im Nationalvorstand haben wir als erstes Mal als Switch ausgedrückt par rapport zu politischen Evolutionen, die in Europa stattfanden. Wir haben vermerkt, was in Frankreich passiert ist an den Regionalwahlen, wo Remenkeier unabhängig vom Resultat, was die einzelnen Regionen anbelangt, wo Remenkeier die Rätsel Extrempartei Front National Gewinner zu verbuchen wird. Die Partei ist ja nicht länger in Europa. Wir haben in vielen Ländern eine Entwicklung von der Extreme, von den nationalkonservativen und populistischen Parteien, die viele Länder eigentlich Prozentsätze mittlerweile und Wahlresultate haben, die als schon irgendwo katastrophieren, weil wir wissen, dass die Parteien dort sicher nicht hinter einer europäischen Idee stehen, die nicht hinter einer positiven Evolution von Europa stehen, die aber darüber raus auch nicht stehen für demokratische Rechte, wie wir ja schon in Ländern merken, wo sie an Regierungsqualität sind. Ich kann nur ungern zitieren, ich kann andere zitieren. Die und sich die ganz europäischen Grundwerte, Ideen, und schlussendlich auch Verfassungen an Karten aufrufen. Das möchte Angst, und muss sehen, das wird auch so benennen. Ich meine, dass auch alle Guten erlebt, die bisschen den Abend verfolgt tun, dass noch viele Politiker kommen von vielen Parteien, die so mehr haben die Message von der Population verstanden, und wir werden darauf reagieren. Und ich will an dem Zusammenhang sagen, dass wir uns auch erwarten, dass sie reagieren. Weil gerade so viele Kommentare weisen immer darauf hin, dass die da politisch Fehlentwicklungen, die politisch Zentrifugalkräfte, die rückschrittlich politische Kräfte, die da am Vormarsch sind, dass die hier Ursachen ihren Nährboden fanden an der sozialen Situation, die in Europa besteht, die an vielen, die meisten Ländern an Europa besteht. An was Politiker haut, die Message gehen, dass sie verstanden haben. An dass sie muss reagieren. Da kann es nicht anders sein, wie dass sie dafür antreten, dass im Niveau von Europa in einer Politik gemerkt wird, dass definitiv Schluss muss sein mit einer Politik, die Sozialdimension absolut vernachlässigt, die zu den Jahren, und auch verschärft während der Krisenjahren, eine Politik als die Austerität möchte, die öffentliche Finanzmöglichkeiten von den einzelnen Staaten schwer hypothekiert, die dahin geht an alle Länder, über hier Instrumentarien, Politiken verschreibt, die an Lohndrückerei bestehen, die an Sozialaufbau bestehen, an die schlussendlich zu einer Situation gefordert haben, wo die Inegalitäten an Europa massiv an die Luft gegangen sind. Wir haben eine Massenarbeitslosigkeit, ich meine, sind 11% an der, über 11% an der Eurozone, sind rund 24% Arbeitslosigkeit bei der Jugend. Sozialarmut wird massiv zugeholt, auf jeden Fall auch Prekarisierung,
von vielen sozialen Situationen, weil es geht nicht durch, zu sagen, hier sind vielleicht 1 oder 2% mehr an Arbeit, weil wir müssen noch einmal die Analyse machen von der Arbeit, welche Verträge sind das, die oft, weil dann eigentlich sind, wie forciert Teilzeitarbeit, respektive atypische Verträge, die zur Prekarisierung weiter beitragen. Insofern als von all diesen Parteien, und ich spreche von all denen, die sich an Europa stellen, auch im europäischen Plan eine fundamental politische Kurskorrektur notwendig. Eine Kurskorrektur, die all die Treaties abschafft, die an den letzten Jahren desideriert gaufen, das sind die wir unter dem Allgemeinwohl Semester Europäer kennen, die für alle Manächten darauf ausgerichtet sind, den sogenannten kompetitiven Wettbewerb zwischen den europäischen Ländern zu fördern, mit der Konsequenz, die ich beschrieben habe, die von einer Dimension aus dem sozialen Bereich, die nicht mehr zu akzeptieren ist, mit die auch wirtschaftlich nicht mehr zu akzeptieren ist, weil haben durchsteht, haben wir schon oft gesagt. Eine komplette Vernachlässigung vom europäischen Binnenmarkt durch massiv Kaufkraftverluste, durch den Aufbau im Niveau von der sozialen Versicherungssysteme, durch den Lohndumping und so weiter. Eine Situation, die für uns muss dazu führen, dass eben an dem europäischen Instrumentarium die Sozialdimension radikal angefordert wird, dass eben da die Sozialsituation von den Inegalitäten, von der Armut, vom Chômage, dass das Hauptindikatoren gehen für die Politikbestimmung von den nächsten Jahren. Darunter fällt dann unter anderem auch eben die ganze Dimension von der Förderung vom europäischen Binnenmarkt schon gesagt. Der Binnenmarkt ist nach immer 80% von der Wirtschaft an Europa. Der Binnenmarkt hat große Potenziale, die gefördert müssen gehen, dass über stark öffentliche Investitionen um Niveau von Infrastrukturen, um Niveau von den Zukunftstechnologien, wenn schon Zukunftstechnologien schwätzen, dann denken ich auch an einen Akkord zu Paris, einen positiven Akkord an dem ganzen, an der ganzen Klimafrage, die geholt worden ist, wo auch eine ganze Partie von neuen Herausforderungen, aber auch neue Potenzialitäten noch bei uns durchkommen. Fokussierung allein auf die Exportwirtschaft bringt Europa weder aus der wirtschaftlichen Stagnation noch aus den sozialen Problemen raus. Wenn Europa nicht aus den sozialen Problemen rauskommt, dann riskieren wir weiter Entwicklungen um Niveau von politischen Fehlentwicklungen zu haben, die ich für tun angeschwärmt habe. An dem Zusammenhang, und da komme ich direkt mit der Plötzenbrüche zu schwätzen, hat die Europäische Kommission, ich meine, es war im Oktober, eine Rekommendation für den Conseil, nämlich Zweckschaffung von sogenannten Conseil de Kompetitivité. Und zwar Conseil de Kompetitivité an alle Länder. Die sollen einen gesetzlichen Charakter haben, sollen gesetzlich institutionalisiert gehen. Die sollen besagt die von sogenannten neutralen Experten. Die sollen evaluieren, analysieren die jeweils kompetitive Situation von den einzelnen Ländern, Kompetitivität. Da sind wir genau an einem von den Dogmen, wo wir müssen als verabschieden, für eben die anderen Probleme zu lösen. Die sollen das evaluieren, durchstellen. Und schlussendlich sollen die Einzelregierungen konseillieren an der sogenannten Frage von der Kompetitivität, was nichts Ernstes bedeutet. Für das soll Druck gemacht gehen, ob die nationalen Systeme von der Lohnnegotiation, von der Lohnfahndung, die gesetzlichen Instrumentarien, die bestehen bei der Lohnbildung, was für uns weiter nichts Ernstes bedeutet, einen inakzeptablen Angriff
an gewerkschaftlich Tarifautonomie, an Tarifautonomie von den Sozialparteien und sich. Und ich habe schon geschwärt, wir sind auf der falschen Bund, wenn wir mengen, dass wirtschaftlich gesehen Europa sich erhält, wenn wir weiterhin eine Lohndreckerei machen. Aber wir haben für kurz eine Interview beim Wirtschaftsminister gehabt, wo wir klar den Appell und die Regierung gerichtet hat, sich ganz klar gegen die Schärfung von den Conseil de Kompetitivität auszuschwätzen, wo sie sich ganz klar muss handeln, die nationale Souveränität am Bereich von der Lohnnegotiation an den Lohn, an die Gesetze par rapport zu der Lohnverhandlung soll stellen. Und dass es auch klar auflehnt, dass so Conseil angefordert gehen, die vom Fonds hier überhaupt keine demokratische Legitimation haben, von neutralen Experten schon gar nicht zu schwätzen. Ich brauche das gar nicht weiter zu kommentieren. Und dann wird das eine Form von einer Troika, die schlussendlich, auf uns nicht zu 30 Meter, das ist ein sicheres Instrument von der Europäischen Kommission, soll den einzelnen Regierungen vorgetasselt gehen, für einen ganz konkreten Direktabfluss auf die Nationalpolitiken zu holen, an das, wie gesagt, an einem demokratisch nicht legitimierten Sinn, da das für uns nicht, nicht akzeptabel. In diesem Kontext würde ich dann noch sagen, weil es auch für euch nicht unwichtig ist, dass man am Kader von dem Semester Europäer remenkehren und sich erneuerten Akkord zwischen der UEL und der Gewerkschaftsseite, was die ganze Konsultationsprozedur anbelangt am Kader von der Semester, am Semester Europäer, der Test verdächt, die Analyse von dem sogenannten Examen Annuel de la Croissance, die ja raus ist, mit dem auch eben an der Vorbereitung vom sogenannten Plan National de Reform, vom Pakt Stabilität Croissance, par rapport zu den sogenannten Rekommendationen, die aus anderen Werten von Brüssel erwarten, die ich nicht weiter will, kommentieren, aber wo man also für nächstes Jahr pro Etappe von Konsultation mit der Regierung vorschlagen, wo wir immer auch an den zwei ersten Etappen, wie wir das schon letztes Jahr hatten, vorgesehen, dass das einen öffentlichen Charakter soll, und ich erwidere, er schaut schon präsent zu sein, weil das sind genau die fundamentalen Debatten, die wir im Moment müssen führen um europäischen Plan. Kommen wir nach dann zur letzten Situation. Ich kommentiere heute nicht mehr lang den Projekt vom Budget. Das haben wir gemacht, das haben wir auch den 26. November gemacht. Ich erinnere mich daran, dass wir uns klar distanzieren von einer Analyse von öffentlichen Finanzen, die behauptet, dass öffentliche Finanzen wären nicht gesund oder sie wären unsicher. Wir haben eine gesunde finanzielle Situation bei den öffentlichen Finanzen par rapport zu allen Parametern, die zu stellen sind, ob das das Niveau von der Schuld ist, ob das den Aufschluss ist, beispielsweise 2014, an der Projektion 2015 und dann noch 2016. Wir haben eine Situation, und ich mache eine Klammer ab, weil du gehst ja das europäische Instrument, und das steht los schon am Examen Annuel de la Croissance, das vom sogenannten Rapport, vom Mechanismus d'Alerte, für zu gucken, wie die Situation an den einzelnen Ländern ist, und ob sie so ein Sujet sind von einem sogenannten Bilan approfondi, die gegebenenfalls dann zu einer Prozedur feiert, gegen die sogenannten makroökonomischen Desequilibren. Es wird an dem ganzen Bericht, Rapport, also schon so, dass das Kebilo-Approfondi für Lützburg mit höherer Wahrscheinlichkeit aussteht, dass wir absolut an der Spitze sind. An Europa wird in der anderen die Indikatoren überlangt, diese Jobsituation von den öffentlichen Finanzen beziehen. Daher ist es doch interessant zu lesen, dass auch keine größere Kritik im Moment besteht, par rapport zu der Situation von den Salären, sondern das wird ja nicht allzu lang dauern, bis wir von anderen Seiten gemengt mehr hätten heute zu Lützburg
zerreich lehnen. Und das ist der Hintergrund von dieser Analyse, die sieht, es gibt überhaupt keinen Grund, mehr zu Lützeburg weiterzuführen mit Krisenbelastungen, in dem Zeitpunkt als du von den Krisenentlastungen. Insofern ist auch der sogenannte Zukunftspark, den Spurpark, hilfreich. Aber wenn eine Regierung, wo wir ja verlangen, dass eine politische Kurskorrektur auch hier, eben hier am Land möchte, ja, eine Regierung, die gave den Zukunftspark selber auf vorstellen, denen können wir nicht den Reproche machen, wie eine Stadt von anderer Seite her nun aus Oppositionskreisen, dass sie da gibt eine sogenannte Kados-Politik machen. Wenn wir schwätzen von Krisenentlastungen, nur Krisenbelastungen, Stichwort Sozialpark, dann ist das keine Kados-Politik, mit das endlich eine Antwort auf die sozialen Inegalitäten, die auch hier im Land während all den letzten Jahren zugeholt haben, wo wir eine Schieflage haben bei der Verdelung, wo wir immer mehr soziale Probleme haben, und wo der Zeitpunkt da ist. Der Sozialstaat, den wir hier am Leben stark aufgesetzt haben, den wir hier herabzusetzen, nämlich an einer Situation, die da beschrieben wird, wo wir nicht mehr an der Krise sind, an einer Situation, wo wir hier im Land sozialen Fortschritt machen. Ein sozialer Fortschritt hier im Land, das kann ihn nicht definieren, das darf ihn auch nicht definieren als irgendeine Kados-Politik, weil die Leute müssen sich dann auch vorstellen, was hier Wühe sind vom sozialen Fortschritt, aber was hier Wühe sind von endlich rauskommen aus den Krisenbelastungen, für insofern einmal ein neues Gleichgewicht hier im Land zu schaffen. Insofern, und da komme ich zur Regierung. Sozialpark haben wir schon gesperrt. Wir haben ein ganz paar die Forderungen, die wir den 26. November nach ein Jahr detailliert tun. Und da gehen da, die haben einen direkt kurzfristigen Charakter. Und da gehen da, die haben ein bisschen mehr mittelfristigen Charakter. Kurzfristig ist das, dass wir nach ein Jahr wiederholen, dass wir der Meinung sind, dass auf wie von 2016 die Gesamtsituation von den öffentlichen Finanzen, noch für den Hintergrund von der wirtschaftlichen Situation, ulasket, die 0,5% Steuer direkt aufzustaffen. Es war temporär, als temporär, aber ein Zeitpunkt da ist, wo es überflüssig ist, muss es aufgeschafft werden. Und nicht recht, wenn eine Steuerreform soll antreten. Das ist so auch nur im Zusammenhang von anderen Gesetzprojekte, die da schnell geholt werden, wenn es darum geht, Betriebe weiterhin nach weiter steuerlich zu entlasten. Wenn ihn das ein möchte, dann muss ihn auch das Signal ganz klar hier im Land auf der anderen Seite setzen und wir werden darauf, dass das endlich passiert. Ich komme nicht darauf hin, weil wir sowieso schon allgemein zu der Frage von der Betriebsbesteuerung gesagt haben. Das wird Diskussion. An Diskussion von der Steuerreform wird die Sache nach für uns auf der Tagesordnung stehen. Kurzfristig bedeutet aber auch, dass in im Niveau von einer Regierung ein Gesetzprojekt aufändert, den Orlo soll gestimmt, nämlich den über die Prestation familial. Wir haben kritisiert und dem Projekt, dass nicht, dass eine Regierung will ein System abfeiern, wo für alle Kant an Zukunft kann er Geld dasselbe ist. Das ist nicht als Hauptfroh. Mir als Hauptfroh ist, dass es dann, wenn ich keinen sozialen Aufbau will betreiben, unter Zeit gewischt wird, zu sagen, so, ja, wir holen das, was das eben finanziell parapot zu denen, all denen kann er, die es kriegen, bis du ausgemacht wird am Meer, ajustieren dann auch für alle Kinder in Zukunft dementsprechend den Montag noch oben, und das ist bis heute nicht passiert. Heute ist die Message von GBL kurzfristig und eine Regierung, dass in dem Gesetzesprojekt Änderungen vorhält, unter anderem den Montag beim Kindergeld rupsetzt. An dem Kontext erinnern wir dann noch drin und die Diskussionen, die wir mit der Regierung haben, zu der Aufhebung von einem Mechanismus, den an Zukunft soll,
Prestation familial sowohl an Natur wie auch dem mit Geldwert und der Entwicklung vom Salär Median aufpassen. Wir haben Diskussionen gehabt. Wir haben als UGBL, da ja mit der CGFP, eine Proposition an die Regierung gereicht, wie ein System an Zukunft könnte ausgesehen. Und wir gehen auch davon aus, dass es nur eine Regierung ist, den anzufeiern, und zwar an dem aktuellen Gesetzesprojekt. Das ist eine Aufmachung vom November, 21. November 2014, die nun muss angelegt werden. Dann habe ich auch geschwärzt, die mir mittelfristig zugehen, natürlich Steuerreform. Denn Wirtschafts- und Sozialrat, den hat nun sein AVI fertig gemacht, ein AVI, die ja an den Hauptlinien wohl darauf ausgerichtet war, die steuerliche Situation hier zu Lützburg durchzulegen, wo man da ja auf vielen Plätzen ja rumfangen. Und das an dem Ausmaß, was wir aufgeholt haben, was wir immer gesagt haben, wie schief lag eigentlich von der steuerlichen Verteilung hier im Land ist. Und das konfirmiert uns an der Position, dass es im Moment nicht darum geht, Betriebsbesteuerung weiter aufzusetzen, sondern dass es darum geht, an erster Linie die innerst- und Mittel-Akkommensschichten hier zu Lützburg substanziell zu entlasten. Ich werde die einzelnen Forderungen und Mesuren, die wir proposieren. Und das aber dann auch gleichzeitig in der Regierung die Diskussion zu organisieren. Auch am Akkord vom 21. November 2014 steht, dass die Regierung die Diskussion mit den Sozialpartnern zusammenfeiert. Den Zeitpunkt, den Aslo do, wir werden uns also von der Regierung einen klaren Diskussionsplan für die Steuerreformdiskussion zu feiern. Mittelfristig steht natürlich die Diskussion für die Assurance-Dépendance und da haben wir Eisenavi zur Pflegeversicherung der Minister von der Sécurité Sociale mitgedeilt. Ich erinnere just an einem Satz darum, dass wir als Kind alle Änderungen, strukturelle Änderungen vom System ausschwätzen, die riskieren in Zukunft meiner Qualität, meiner Transparenz und meiner Kontrolle zu bringen. Wir haben ausgehend die Abfährung von einem sogenannten Stufenmodell in Form von Pflegeklassen ausgeschwärzt. Wir haben auch Gespräche mit dem Minister gehabt, wie wir gesagt haben, wo wir uns davon ausgehen, dass er Wort hält, dass er sich zentrieren auf 5, 6, 7 Punkten von Schwachstellen gemeinsam von allen Parteien, die an der Diskussion sinnlich denken, durch und Koppers und anderen identifiziert sind, auf wo es geht, da punktuell nur Solutionen zu sichern. Das ist eigentlich der Auftrag, den ich mich tun, par rapport zu der Frage von der Pflegeversicherung, aus dem einfachen Grund, weil die Versicherung ist gut, die darf nicht verschlechtert gehen, und da, wo ich gemeinsam identifiziert Schwerpunkte gesagt, auf denen muss ich nur schaffen und da muss ich nur konstruktiv Propositionen können machen. Was Finanzierung anbelangt, die haben wir da ja auch ein bisschen haut geguckt. Mehr, ich meine, das mehr ein Budgetdiskussion, die aussteht, und wenn alles so ist, wie es darauf hindert, schließt das ja als Dependance weiterhin mit positiven Aufschluss auf. An andere wieder. Es gibt kein finanzielles Problem mit der Pflegeversicherung, es gibt also gut keine Ursache. An irgendeinem Sinn, die Reform von der Pflegeversicherung zu diskutieren für irgendeinen finanziellen Druck, den die eine oder die andere Richtung von Diskussion ist möglich machen, das ist kein Argument. Ein nächstes Thema, das ist nicht mittelfristig, das ist schon lange am Gangen, mehr das wird als nach ein bisschen Zeit holen, da das Diskussion über die Arbeitszeiten, auch durch ist zu ihrer Information, die Diskussionen, die gehen weiter, ich meine, wir haben den nächsten 20. Januar einen neuen Termin, und da haben wir natürlich in den Positionen fest, die wir immer gesagt haben, wir wollen, dass das PAN-Gesetz, was das Schlechtgesetz ist, was die Arbeitszeiten von den Leuten, die arbeiten, nicht gut protegiert, weil ihnen nicht die Möglichkeiten gibt, die sie heute brauchen, für eine seriöse Harmonisierung zwischen Privat- und Arbeitsleben zu haben. Dass das Gesetz muss tiefgreifend aufgeändert gehen, und dass man es nachher heute
geht all weiter Verschlechterung, nee, und kann't recht nur für ausschwätzen, dass es da muss substanziell Verbesserungen gehen für, dass man, und da sind ich an eng von unseren Hauptforderungen vom Sozialpakt, dass man hier im Land besser Arbeit kriegen, an dem Zusammenhang will ich denke daran erinnern und Notwendigkeit, eine 6. gesetzliche Urlaubswoche anzuführen. Die Sujeten, und ich meine, es ist pur Appell, die weiter ausstehen, als natürlich Diskussionen über den Mindestlohn, wo man die Forderung gestaltet und dass es strukturell abgewehrt wird. Wir haben noch ein paar die Entrevuen, am Moment gefragt, wir haben noch schon ein paar die Entrevuen bestätigt zu anderen Sujeten vom Sozialpakt, das eint, das ist das, was wir schon am Akkord vom 21. November aufgemerkt haben, nämlich, dass wir aufgemerkt haben, die Abwehrung von einem Recht, was gesetzlich angefordert wird, von Teilzeitarbeit kombiniert mit einer Teilpension. Es geht dann ein anderes Sujet darum, die Verbesserung von dem Projekt, das vielleicht am Kontext von den Präretretten. Es geht um eine Reform von der Medizin du Travail. Es geht aber auch darum, für endlich ein Problem aus der Welt, das schon lange nicht mehr dürft, gehen, wo wir auch schon Gerichtsurteile vielleicht haben, nämlich die von der Lohnfortzahlung ein Problem, die nachher mal nicht gelesen hat, wo der Minister abgeführt hat, dass die Solution, die schon um das lungen, die umzusetzen. Es geht aber auch um die Studentenbürse, wo wir mit Satisfaktion feststellen, dass eine Regierung sich proposiert, Änderungen vorzuholen. Wir haben da zusätzliche Propositionen, aber wir werden noch da kurzfristig nach Entrevuen haben, für eben darüber zu diskutieren. Auch das gehört zu der Kampagne vom Sozialpakt. Das tut so. Der Sozialpakt als Kampagne wird weitergehen. Wir haben nicht das letzte Jahr angekündigt, das rund einem Bund hier angekündigt, dass die Kampagne aus die informiert, sensibilisiert und für allem auch mobilisiert. Wir sind froh über die erste Aktion, die wir gemacht haben am Hotel Alvis, den 26. November, wo das gelungen ist, über 1000 Mandatären vom UGBL zusammen zu versammeln für die Kampagne vom Sozialpakt einen revendikativen Ausdruck zu geben. Mandatären, das sind als Personaldelegierte, das sind als gewählten Vertreter an den UGBL-Strukturen, ob das lokale Plan ist oder an den einzelnen Berufssyndikaten. Das war eine echt gelungene Aktion. Und wir haben den Tag gesagt, wir sind bereit zu mehr, und wir werden auch mehr machen an dem Moment, wo die Regierung nicht die Kurskorrektur vorholt, wie wir sie revendikieren. Wir haben auch heute Morgen über die Fortsetzung von der Kampagne geschwärmt und nein, festgehalten, dass die Kampagne aus dem 2016 wird also weitergehen und dass wir die Mobilisierung werden verstärken und dass wir und das ist der nächste Nationalvorstand Anfang Februar, werden eine Bilanz machen, par rapport zu dem, was die Regierung bis dahin proposiert, respektive was sie eine Rolle hat für den Sozialpakt umzusetzen. Es wird an dem Kontext zu den nächsten Entscheidungen kommen. Wir haben immer gesagt, wir verhandeln mit der Regierung, wir sind nicht die, die hier auf Konfrontation setzen, wir haben just klare Akzente gesagt, dass wir nicht mehr bereit sind zu akzeptieren, und ich wiederhole nach einem Kehr, dass es weitergeht mit der Krisenbelastung, mit dem sozialen Fortschritt an Krisenentlastungen auf der Tagesordnung stehen. Und das wird mir klar sein, weil wir nächstes Jahr den weiteren Swivy von unserer Kampagne vom Sozialpakt machen. Heute Morgen hat man dann einen Punkt zu den Berufssyndikaten, das ist ein traditioneller Punkt, wobei man drei Dossiers hatten, die am Mittelpunkt stehen. Das ist an unserer Meinung nach, als es für die Schkeier wird, am Gang ist passieren, das ist, dass man an einem Bereich ein Convention Cadre. Das ist ein Kollektivvertrag, kann ein Kader-Kollektivvertrag, geht aber nur in den professionellen Kader, mit der Tisch, das ist ein Convention-Kader,
Werten aufhören ist so direkt, es gibt am Moment ein Akkord um Niveau von den Verhandlungsparteien, der TSD-Verhandler, die um dich, der Paris d'autre suchen, die Approbation von Verwaltungsräten steht nach raus. Wir gehen aber davon aus, dass es sich umsetzt und das auch an einem ganz interessanten Bereich, wo der Nougibert stolz ist, dass er ein Pferdespur tut, die Verhandlungen zu feiern und dass wir eben auch da zu einem Akkord kommen sind. Es geht um den Bereich von Recherche Publique, ein Bereich, wo sich aus mehr wie just einem Betrieb zusammensetzt, den anderen, man zählen sie ab, das sind Zentren der Recherche Publique, auf der einen Seite den sogenannten Listen, was den Betrieb aus den sich zusammensetzt aus den ehemaligen Zentren der Recherche Publique Tudor an Gabriel Lippmann, das heißt, nicht mehr geschaut, Luxemburg Institute for Science and Technology. Wir haben dann den Lisère, das ist den ancien SAPS, plus eben, ja, das ist den SAPS Instead. Und wir haben den LIH, was die sich Zusammensetzung aus dem CAP Santé an der Biobank. Die drei Betriebe zusammen beschäftigen über 1000 Leute. Das sind über 1000 Salarien. Ein Convention Cadre heißt, dass es ein Kadervertrag gibt, und das ist ein Kollektivvertrag, den die drei Betriebe zusammenfasst, aber gleichzeitig fixiert, dass das nirgend darum, die gesagt wird und negoziert gehen, als dass darunter eben eigenständig auch nach Kollektivverträgen können funktionieren, am Respekt von der Rum. Und das, wie gesagt, das ist etwas, was bis heute alles wissens an der Dauerform noch nicht geht, aber wie gesagt, für über 1000 Salarien. Du geht beispielsweise im Niveau vom Kader festgelegt, in einer anderen Trum von den Arbeitszeiten, was ja nicht unwesentlich ist, an eine ganze Party von anderen Sachen. Wir haben dann ein zweites Dossier, den auch eben ja, ein Wichtchen ist, das sind Verhandlungen an dem Bereich von Santé et Social, Verträge EAGL an SAS, wo, und ich resümiere dann einen Satz, es endlich zeigt, dass die sogenannte Commission Paritaire, die am ASFT-Gesetz fixiert, dass die endlich zusammen könnte, du hast Madame Kahn, der Familienminister, direkt ungeschwert, weil wir keine Zeit mehr zu verlieren. Und die Kommission Paritär ist nämlich die auch insgesamt dann die Developmentdiskussion zu feiern hat, die Developmentdiskussion am Zusammenhang von der Transposition von dem Akkord an dem Gesetz um Niveau von der Fonction Publique an den Kollektivvertragsbereich vom Lützebäuerischen Gesundheits- und Sozialwesen ran. Und da gibt es viel Zeit geholt. Und auch da erinnere ich mich an den Akkord vom 21. November, den die Spielregeln von den Kollektivverträgen akzeptiert hat, und dass wir es nicht akzeptieren, wenn nach weiter da Zeit verloren geht. Und dann haben wir natürlich als dritten Dossier den Dossier von der Cargolux gehört, für nach ein paar festzuhalten, dass wir in einer Situation sind, wo auf der einen Seite im Moment eine Majorität ein Kollektivvertragsresultat will unterschreiben, an eine Minorität einseitig dahingegangen ist an eine Non-Konciliation dekretiert wird, wo an einem neuen Folger richtig eine Konciliation gesagt wird, wir können heute keine Non-Konciliation machen, weil es eigentlich nie eine Konciliation stattfand, und das ist ein schönes Vier gesehen, über das Gesetz, eine Non-Konciliation zu machen, weil keine Konciliationsprozedur stattfand, und auf der anderen Seite auch gesagt wird, dass es nicht in einer Minorität ist, für eine Non-Konciliation unilateral zu dekretieren. Auf der anderen Seite haben wir eine Majorität, die sieht, es gibt nur Zeit, den Vertrag, den muss unterschrieben gehen, an die auch sich dann und
den LCGB gewandt hat, offiziell, schriftlich, wie auch Gesetz 4 gesagt, für eben die andere Partei, die noch bleibt, also den LCGB, zu invitieren, den Vertrag mit zu unterschreiben. Das ist zweifellos eine kokasse Situation. Ich erinnere mich daran, dass ein LCGB probiert hat, sich da Majoritäten an dem Betrieb zu verschärfen, indem er bei den letzten Sozialwahlen zwei Lüchte präsentiert hat, eng ob, an ihrem litzebäuerischen Titel und eng an ihrem französischen Titel. Der französischen Titel, das ist Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens. Wobei die Lützebäuerische Lüchte, das sind Piloten, und die anderen Lüchte, das sind andere Teile vom Personal. Und sie wollten da eine Koalition gegen den UGBL machen. Da das ein Schuss an den Nerven ging, aus dem einfachen Grund, weil aufgrund von ihrer Verhandlungsposition es dazu gekommen ist, dass eben hier französische Lüchte sich um den UGBL ralliert hat, an eben offiziell den LCGB aufgefordert hat, die Verträge zu unterschreiben. Das ist eine Situation, die nicht gut ist. Wir hätten uns erwartet, weil UGBL hat viel zusätzliche Verhandlungsrunden nachgefordert, das tun wir auch heute Morgen hören, für insgesamt den Akkord zu finden, weil den Akkord, den soll unterschrieben gehen, das ist noch nicht von der letzten Woche, das ist eine Sache, die schon Milang viel leidet, dass viel Erholung gibt, sie viele Verhandlungsrunden stattfand. Mehr haben viel Geduld gewesen, mehr noch viel Verstehstimmisch gewesen. Mir irgendwann könnt der Punkt, wo du drüber hast, zumal es dann, wenn man dann an einer Reunion, an einer Partei de facto den Saal verlässt, dann vierberät, eine Non-Konciliation durch Dekretiert, eine Non-Konciliation, wie gesagt, die von dem Office National de Conciliation nicht so akzeptiert Guinness. Mehr erwähnen als zum LCGB, dass sie in einer Schrift eine Vertragsproposition setzt. Wir werden auch mit Sicherheit mit der Tarifkommission zusammenkommen, für ein Dossier zu analysieren. Wir sind der Meinung, dass effektiv den Zeitpunkt da ist, wo es durchgeht. Ich will auch an dem Kontext an der Woche erinnern, über die langjährige Forderung, die wir schon haben, in Bezug auf das sogenannte Reglement von den Operations Elektorales, was Delegationsverhandlung bleibt. Wir haben zwar ein neues Gesetz, aber das Reglement über die Operation, das Reglement Grand Ducal, über die Operation Grand Ducal, als seit Jahren und Jahren nicht adaptiert gehen, par rapport zu vielen Schwerpunkten, die existieren. Und ein von den Schwerpunkten ist auch zweifellos den, und ich habe beschrieben, dass es nicht normal ist, dass ein national repräsentativ Gewerkschaft an einem Betrieb dann zwei Lüchte präsentiert. Auch das ist ein von den Punkten, die du einfach musst geklärt haben, für die Situation zu verhindern, die wir heute tun, aber wo wir dann eben noch Chloe tun, über Majoritäten an einem Betrieb, wenn es geht, Signatur von der Kollektivvertrag. Ich hatte schon kurz die Situation von den Assurancen angeschaut, also von unseren öffentlichen Sozialversicherungen, was das ja als Dependance anbelangt. Das kann ich noch machen in Bezug auf Krankenversicherung, wo es sich herausstellt, dass als Krankenversicherung, natürlich als Gesundheitskäse, das Krankenversicherung, eine Gesundheitssituation hat, also wie bei den öffentlichen Finanzen. Wir haben, wenn die heutigen Zahlen stimmen, dann haben wir uns zweimal einen Überschuss am Jahr 2015, den zu verbuchen ist, und wir haben eine Prävision von einem Überschuss von sogar 90 Millionen für das Jahr 2016, was uns darauf hindeutet, dass dieser Gesundheitskäse ganz gut geht. Dafür wird so eine Stadt, die Welt endlich zeigt. Endlich zeigt, Adaptationen im Niveau von der Nomenklatur zu machen, von dem Leistungsspektrum von unserer öffentlichen Sozialversicherung. Es geht darum, und das ist auch eine politische Message, nicht weiter privat, kommerziell Krankenversicherungen
zu fördern, mir geht darum, die öffentliche Sozialversicherung anzupassen und weiter aufzubauen. Auch das ist Markenzeichen vom sozialen Fortschritt. Und in dieser Situation wiederholen wir als Forderung, dass wir in allem im Bereich der Orthodontie Nomenklatur muss verbessert gehen. Zähn sind etwas ganz Wichtiges für den, nicht nur für zuerst, aber Zähn sind etwas ganz Wichtiges am ganzen gesellschaftlichen Leben an ein Land wie Luxemburg. Und ich will nicht überstrapazieren. Ein von den reichsten Ländern der Welt ist am Handeltreffen am Niveau von seiner öffentlichen Sozialversicherung, Krankenversicherung, wenn es darum geht, was die Leistung stärkt bei der ganzen Orthodontie überlegt. Da müssen Verbesserungen kommen und es sind auch die finanziellen Mittel da, die Message von uns und die Regierung an und die andere Sozialpartei, die an der Krankenversicherung sitzt, ist damit ganz klar. Wir haben heute Morgen dann auch unser Budget diskutiert, dann den als einstimmig aufgeholt ging. Das ist ein Budget, den wir gesagt haben, dass die Finanzen auch nächstes Jahr für den UGBL gesund sind und am Equilibrium sind. Wir haben dann auch darauf hingewiesen, weil wir sind noch im Moment vom Jahr, dass nächstes Jahr für den UGBL ein ganz besonderes Jahr geht, dass das Jahr vom 100. Anniversär von den Freien Gewerkschaften hier zu Luxemburg. Und ihr könnt euch schon vorstellen, dass das nicht nur für uns, sondern für die gesamte Sozialgeschichte und politische Geschichte hier am Land ein ganz wichtiges Event ist. Und wir werden nächstes Jahr natürlich dann eine Science Akademie haben, die erst geplant für den Oktober 2016. Wir werden aber auch ein besonderes Projekt, oder ja, ein Projekt an die wird dann nächstes Jahr konkret gehen mit eben einem Dokumentarfilm über die 100 Jahre Freie Gewerkschaftsbewegung hier zu Luxemburg. Da gehen wir davon aus, dass wir den nach 4. Mai werden können rausbringen. Und dann will ich auch nicht vergessen an diesem Zusammenhang, dass wir auch nächstes Jahr werden einen außerordentlichen Kongress haben, den 2. Juli 2016, wo wir uns als UGBL, ich will jetzt so neu aufstellen, wo wir uns Zukunftsstärk wollen machen, in Erinnerung durch eine Reform von unseren Statuten, die Diskussionen, die sind an dem Plan, wie wir das vorgeholt haben, wir hatten unsere Agenda am Anfang von diesem Jahr gehen. Wir sind da komplett am Plan und der Exekutiv wird das Woche nach dem nächsten Avant-Projekt fertig machen, den dann an Strukturen weitergelegt gehen, die darüber zu diskutieren. Und das findet dann am Anfang vom nächsten Jahr statt, en vue von einem finalisierten Projekt für den Kongress am Juli.